Seit Jahren im Gespräch der Welt. Rossellinis heiß diskutierter Film. Rom, offene Stadt. Mit Anna Magnani und Aldo Fabrizi. Ein Zeitdokument aus dem letzten Kriegsjahr. Sagen Sie, was ist denn los? Das sehen Sie doch selbst, der Bäckerladen ist gestürmt worden. Und was machen Sie? Bin leider in Uniform, da kann man gar nichts machen. Soll ich mich darum kümmern? Ich verbiete Ihnen. Vielmehr, ich wollte sagen, ich hege natürlich kein Misstrauen gegenüber Ihrer Polizei, aber ich erledige die Angelegenheit lieber allein. Don Pietro, in der Wohnung von Romoletto sind Bomben. Sabotageakte häufen sich. Mit allen Mitteln versucht die SS einer fanatischen Untergrundbewegung Herr zu werden. Falschetto! Lass mich los! Im Mittelpunkt eines geheimnisvollen Agentennetzes steht ein Priester. Die Stadt wird in 14 Zonen aufgeteilt werden. Wohnt hier der Ingenieur Giorgio Manfredi? Er ist nicht da. Und wo ist er? Das wissen wir nicht. Er kommt nicht immer zum Schlafen nach Hause. Ich verstehe nicht, wie die Kerle mich aufgestöbert haben. Wir müssten nur herausbekommen, was sie eigentlich über mich wissen. Er ist zu mir gekommen. Zu dir? Wohin? Zu mir nach Hause. Ist er da? Wer ist bei dir? Hände hoch! Rom, offene Stadt. Ein italienischer Welterfolg im Verleih Neue Filmallianz. Kennen Sie Don Pietro? Ja. Den Pfarrer von San Clemente? Natürlich. Ich möchte ihn sprechen. Francesco! Francesco! Die SS umstellt das Haus. Schnell das ganze Haus umzingeln. Keiner darf uns entkommen. Halt! Stehen bleiben! Hände hoch! Du auch stehen bleiben! Hierher! Alles einsteigen, Gerschaft! Los! Rom, offene Stadt, erhielt auch in Deutschland das höchste Prädikat.